vorne muss der Eingang nach Langfall sein. Ist sie das? Ich steige neben der Ahnen. Das ist kein Ort für eine Maschine. Die Wahrsagerin hat nicht gelogen. Das hier ist Landfall, richtig? Ich suche nach Alva. Aufseher Bohai hat uns angewiesen, dich vorzulassen. Solltest du kommen, bitte, komm mit mir. Los, sag ihm, dass wir kommen. Sie ist es! Die Wahrsagerin hatte recht. Aufseher Bohai, eine Fremde ist gerade durch das Tor gekommen. Ich wusste, Alva würde nicht lügen. Du siehst aus wie Sobek. Ist Alva hier? Ich muss mit ihr reden. Ich werde deine Bitte überdenken, wenn klar ist, was du bist. Eine lebende Ahnin, wie Alva es glaubt, oder eine Gefahr lauernd in solch Gestalt. Ich bin keine Gefahr, okay? Damals auf dem Festland schossen eure Soldaten ohne Warnung auf mich. Das sagst du, Ungläubige. Keiner, der dabei war, hat überlebt und kann es bezeugen. Ich zögerte bei eurer Truppe, als... Und das ist unser ehrenwerter Sio. Also, hier ist sie. Unser großes Rätsel. Na, Bohai, was hast du geweissagt? Was ist sie? Ein wirkliches Rätsel, mein Sio. Wie kann sie als Sobek erscheinen und nichts von uns wissen? Sollen wir glauben, dass eine lebende Ahnin in dieses elende Land geboren wurde? Einen Ozean entfernt vom Reich der Auserwählten? Und wenn ja, dann wofür? Ich kann nicht antworten. Nur sie kann das. Aber ich warne dich, Lügen werden uns nicht reichen. Nun, sprich. Warum bist du hier? Was sind deine Absichten? Ich suche nach einem Ort namens Theben. Und wonach suchst du dort? Alva hat mir angedeutet, wonach du suchst. Ich glaube, man könnte sagen, ich will dasselbe wie ihr. Ein Weg finden, die Welt zu heilen. Ganz wie erwartet. Sag's ihr. Wir haben Theben, die Ruhestätte von Ted Farrows Geheimnissen, gefunden. Es ist nicht weit, doch der Weg ist uns verschlossen. Maschinenangriffe haben uns von dem Ort abgeschnitten. Die Wahrsagerin Alva ist dort, zusammen mit einigen Bergleuten und Soldaten. Geht es ihr gut? Unsere Späher berichten, dass eine Maschine unsere Leute festgesetzt hat. Hinter ihren Linien, aber sie halten sich dort. Maschinen, ja? Dabei kann ich helfen. Alva sagte uns, dass du wirklich beachtlich bist. Aber zuerst habe ich ein paar Fragen. Wir beantworten, was wir können. Ihr habt Theben gefunden. Wie? Die Ahnen zeigten es uns nicht lange, nachdem wir Landfall schufen. Vor fast einem Jahr. Wegen ein paar alter Daten, die Alva gefunden hat und die ich verifiziert habe. Sie enthielten Details zum Bau eines riesigen, unterirdischen Palastes. Und wo genau? In der Nähe. Hinter den Ruinen unter der großen Pyramide. Typisch. Ted fand Pyramiden toll. Warst du schon mal drin?
Nein. Das ist ein Problem, eins von vielen. Und mit der Zeit werden wir sie alle lösen. Erst müssen wir nur zur Ausgrabungsstätte zurückkehren. Ich hoffe, du kommst so gut mit Maschinen zurecht, wie Wahrsagerin Alva behauptet. Wonach genau sucht ihr eigentlich in Theben? Ich dachte, Alva hätte die benötigten Daten besorgt. Wir haben viel riskiert, um den Ozean zu überqueren. Deshalb müssen wir jede mögliche Verbindung zum Vermächtnis finden, solange wir hier sind. Besonders eine so wichtige wie Theben. Wir werden auf keinen Fall zurückkehren, bis wir alle seine Geheimnisse kennen. Also, erstattet Alva dir Bericht? Ich wurde von meinen Kollegen im Rat der Aufseher beauftragt, die Datenbeschaffung auf dieser Expedition zu beaufsichtigen. Ja. Und du leitest die Expedition? Er macht viel mehr als das. Du sprichst hier mit dem Cousin des Kaisers der Quen. Dem Erben der Lande des großen Deltas, dem ersten CEO seit 5 Generationen. Sie muss nur verstehen, dass ich hier das Sagen habe. Und dass ich vorhabe, die Geheimnisse von Theben zu enthüllen. Ich auch. Wir haben Glück. Ihr seid in diesen Schiffen über das Meer gekommen? War sicher nicht einfach. Größe ist nie einfach. Genau. Es dauerte 7 Jahre, die Flotte zu bauen. Diese Expedition ist das wichtigste Unterfangen unserer Generation. Ein Streben nach Wissen, das das Meer umfasst und bei dem nicht weniger als das Schicksal unseres Stammes auf dem Spiel steht. Das wäre alles nicht möglich gewesen ohne den Willen des CEO. Die Reise war aufreibend. Und die Wildnis hier ist noch schlimmer. Unsere Matrosen und Soldaten haben sehr gelitten. Das weiß ich. Doch alles für den Ruhm der Quen. Gut zu wissen. Welche Maschine hat eure Leute bei Theben in die Enge getrieben? Ein Donnerkiefer. Wir haben mit ihm zu tun gehabt, aber dieser hier ist... Hartnäckiger, stärker... Und trägt schwarze Rüstung? Ja. Woher weißt du das? Ist doch egal. Wird nicht einfach, aber ich nehme ihn mir vor. Dann ist uns das Schicksal so gewogen, wie ich es wusste. Eine lebende Ahnin wandelt jetzt unter uns. Und sie wird mir helfen, die Geheimnisse von Theben zu enthüllen. Stocke hier, falls nötig, wieder auf. Dann auf nach Theben, am Fuße der Pyramide in den Ruinen. Wir kommen nach, wenn unsere Wächter sagen, dass der Weg frei ist. Was brauchst du sonst noch? Ich muss jetzt gehen. Ja, solltest du. Solltest du nicht mit dem CEO sprechen? Eine lebende Ahnin wandelt unter uns. Ich weiß wirklich nicht, ob wir mit dir reden sollten, Ahnin. Sprich mit mir. Ich habe es erst nicht geglaubt. Du bist wahrlich eine wiedergeborene Ahnin. Wenn das mal kein gutes Omen ist. Ich bin eine Späherin der Expedition. Ich werde mein Wissen über dieses komische Land mit dir teilen. Das ist meine Pflicht. Den Ahnen gegenüber. Dann sollte ich dir sagen...
Meine Kollegen haben westlich von hier alte Ruinen gefunden. Drinnen wollen sie ein Relikt der Ahnen gesehen haben, konnten es aber nicht erreichen. Vielleicht kann eine lebende Ahnen tun, was andere nicht vermochten. Vielleicht, wenn ich mal in der Gegend bin. Die Ahnen mögen uns führen. Dachtest du, dass das Leben hier so hart ist? Das wussten wohl nicht mal die Basar. Und ich glaube ihnen. So viele unserer Leute sind in diesen seltsamen Landen gestorben. Es ehrt deine Familie, dein Leben für die Wahrheit des Vermächtnisses zu geben. Ich werde dem Vermächtnis treu dienen. Da bist du ja! Hast du dich schon erholt? Vertrauen dem Vermächtnis. Aber es ist manchmal schwer. Wir kommen zurück, wenn alles erledigt ist. Ich lasse das Imperium nicht im Krieg. Es taugt nicht, hungrig in die Wildnis zu ziehen. Der CEO hat deine Ankunft mit großer Spannung erwartet, Arm. Offensichtlich.
Vergib mir, Ahnen, ich bin ein wenig überwältigt. Auf zur großen Pyramide und zum Donnerkäfer. Eine Barbarin! Lauf, Fremde! Hier läuft eine Killermaschine rum! Wird dich töten! Da bist du ja! Dann geht's jetzt wohl los! Da bist du ja. Dann geht's jetzt wohl los. Thank you.
bist du ja. Dann geht's jetzt wohl los. Dann geht's jetzt wohl los.
Da bist du ja. Dann geht's jetzt wohl los. Da bist du ja. Dann geht's jetzt wohl los. Ha!
Halleluja. Dann geht's jetzt wohl los.